Guten Abend. Erstmal Gratulation an Rico und die Huskies. Die haben ein hervorragendes Spiel gemacht. Ich glaube, dass die erste Drittel war ja, ziemlich ja, gleich oder unentschieden, 0-0 war es, glaube ich, oder? Ja. Und ja, dann glaube ich, dass die Jungs haben gedacht, das geht von alleine. Aber ein Eishockey-Spiel dauert jetzt 60 Minuten. Wir haben 0-20 gespielt. Ja, heute die bessere Mannschaft hat klar gewonnen. Also die waren hungriger, die waren bereit. Man hat gesehen die Laufbereitschaft. Wir haben kommuniziert auf dem Eis. Man hat die Leute gehört, obwohl hier die Zuschauer immer laut sind. Also ich weiß noch, wenn ich gespielt habe nach langer Zeit, das war immer schwer hier zu spielen. Und ich glaube, dass unsere Spieler heute, die haben es gesehen, so wie bei uns eigentlich, wie die Publikum die Mannschaft unterstützen kann und ein Spiel helfen zum Drehen oder zu gewinnen. Also nochmal Gratulation an Rico und ich glaube, der hat viel mehr zu sagen wie ich. Ja, vielen Dank, Danny. Rico, stimmt das oder drei Punkte fertig, schönen Abend noch? Na, ich bin okay mit Danny, das macht mich nicht aus. Ah ja, ich sehe das auch wie Danny, die ersten Drittel waren sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften hat sich guten Chancen ausgearbeitet, aber beide Mannschaften waren auch in einer guten Phase. Denn in 10 Minuten, 5 Tore, das ist auch nichts Normales. Aber wir nehmen das auf jeden Fall. Aber das ist auch ein Ergebnis von der Arbeit, dass die Jungs liefern. Das haben wir letzte Woche am Freitag gesagt, dass wir werden nicht unseren Weg anderen, weil wir gewinnen oder verlieren. Wir gehen wieder zu unserer Arbeit, unsere tägliche Arbeit. Und wir werden unsere Routine versucht zu finden. Und das haben wir auch gemacht diese Woche, noch die zwei Niederlagen vom letzten Wochenende. Wir haben nichts geändert, wir haben wieder unser Training, wir haben wieder unsere Systems gearbeitet und vertieft. Und dann haben wir die Ergebnisse schon gesehen diesem Wochenende. Das freut mich für den Fans auch heute, dass wir unser erstes Heimspiel gewinnen können, für den Fans. Und das freut mich für die Jungs und 6 Punkte Wochenende. Das gibt jeder viel Wind am Rücken und viel Selbstvertrauen. Dankeschön.